Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei Kickstarter und hier sind eure Gastgeber, die wollüstigen Zwillingsbrüder von Joko und Klaas, die Musen von Thomas Gottschalk und Günther Jauch, die Mentoren von Stefan Raab, die Hitgiganten von Dieter Bohlen und die wahren Schlauts der Gaming-Szene. Live aus den West Coast Studios in Irland begrüßen euch unsere Showmaster Steffen und Daniel. So Leute, da sind wir mit Julia Reda zu Gast heute. Gestern war die Abstimmung vom Rat und heute gehen wir in den Talk mit Julia darüber. Julia, vielen Dank, dass du dir wieder Zeit nimmst, unseren Zuschauern auch das hier näher zu bringen, was jetzt genau passiert ist und wie es vielleicht auch weitergeht. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, also ich bin natürlich enttäuscht. Die Urheberrechtsreform ist jetzt endgültig beschlossen und da kann man nichts mehr dran rütteln, aber ich versuche natürlich irgendwie nach vorne zu schauen und zu gucken, was können wir jetzt tun zur Schadensbegrenzung und was bedeutet das eigentlich für uns? Ja, deswegen die Frage, die erste Frage, die wir uns hier gestellt haben auch, war denn der Ausgang jetzt überraschend für dich oder hast du damit gerechnet? Also überraschend war es nicht. Es war halt so eine ungünstige Situation, wo zwar auf der einen Seite mehrere Länder in letzter Minute noch umgeschwenkt sind und doch gesagt haben, sie sind jetzt dagegen oder enthalten sich. Also Schweden hat seine Position geändert, dann doch dagegen gestimmt. Estland hat sich enthalten und das war ja alles irgendwie sowas, wo man nochmal Hoffnung hätte fassen können. Aber das Problem ist eben, dass diese kleineren Länder letzten Endes nicht das waren, woran es gescheitert ist, sondern die Bundesregierung. Und da habe ich mir wirklich sehr wenig Hoffnungen gemacht, dass die sich doch noch enthalten. Das ist sehr schade, weil letzten Endes ja weder die CDU noch die SPD so richtig hinter den Upload-Filtern stehen will und beide sagen, ja, wir versuchen das irgendwie zu verhindern. Aber naja, wenn sie es hätten verhindern wollen, dann hätten sie sich enthalten können und das hätte gereicht. Also insofern keine große Überraschung. Viele Krokodilstränen mit dieser Protokollerklärung. Aber letzten Endes hat Deutschland das Ganze mitgetragen und deshalb haben wir den Salat. Wir waren ein bisschen enttäuscht tatsächlich, Julia, muss ich sagen, weil wir haben dann auch natürlich die Abstimmung da im Rat mitverfolgt und Irland, wir haben anscheinend zu wenig gemacht, Daniel. Ja. Irland hat auch dafür gestimmt. Ja. Also das ist ja auch interessant, weil es wird ja immer so gesagt, die Kritiker, die sind alle irgendwie von Google oder Facebook oder sonst wem gesteuert. Und wenn das wirklich so wäre, dass die größten Kritiker dieser Reform die Technologieunternehmen wären, die haben ja alle ihren Sitz in Irland, dann könnte man davon ausgehen, dass die irische Regierung sich auch ein bisschen mehr für das Thema interessiert hätte. War aber nicht so. Also ich glaube, das zeigt auch nochmal, dass das eigentlich nicht so der springende Punkt ist. Es war auch hier medial, Julia, überhaupt nicht präsent. Also egal, welche Zeitung du dir irgendwie durchliest, es war maximal so ein ein Artikel am Rande. Mehr auch nicht, ist aufgefallen. Julia, es war im Vorfeld so, dass es bei vielen Menschen für Verwunderung sorgte, dass über diese Reform im EU-Rat jetzt durch die Agrarminister abgestimmt wird. Wir hatten schon Timo dazu da, der hat gesagt, das ist ein völlig normaler Prozess, dass auch mal das abgeordert wird, aber dann die Justizminister trotzdem ihren Input da eingeben und sagen, hier, so wollen wir, dass abgestimmt wird. Jetzt war es aber gestern so, dass selbst die Ministerin Klöckner nicht teilgenommen hat, sondern die EU-Botschafterin geschickt hat. Gibt es da Hintergründe? Ist das bekannt oder ist auch das normal? Viele Leute fragen das. Ja, also leider ist auch das relativ normal. Also in diesen Ratsabstimmungen gibt es immer sogenannte A-Punkte und B-Punkte. Und die A-Punkte sind die so mehr oder weniger schon als beschlossene Sache gelten, wo es keine Diskussion gibt. Und da war jetzt eben auch das Urheberrecht dabei, weil im Vorfeld die Botschafter der EU-Länder schon mal zugestimmt hatten. Und wenn es quasi keine Diskussion vorgesehen ist und es so ein A-Punkt ist, dann ist es durchaus nicht ungewöhnlich, dass nicht die Ministerin selber dahin geht. Ich finde aber trotzdem, also nur weil das alles normal ist, heißt das nicht, dass man es nicht kritisieren sollte. Ja. Weil ich glaube schon, dass es sich so ein bisschen als so eine Unsitte
Es ist eine Unsitte, die sich immer mehr durchgesetzt hat in der EU-Gesetzgebung, dass man eigentlich den normalen, ordentlichen Gesetzgebungsprozess gar nicht mehr macht, wo erst das Parlament abstimmt, dann der Rat, dann wieder das Parlament und man versucht über mehrere Lesungen sich auf einen Text zu einigen, sondern dass eigentlich alles mit diesen ziemlich intransparenten Trilogen gemacht wird. Und im Prinzip also alle inhaltlichen Entscheidungen schon vorher getroffen werden und am Ende die Minister nur noch ihren Stempel draufsetzen. Und das Parlament gewisserweise auch. Also es war schon auch eine große Hürde für uns im Parlament, dass eben normalerweise so ein Trilogergebnis als beschlossene Sache gilt. Und insofern war es schon ein Riesenergebnis, also ein Riesenerfolg, dass es überhaupt so knapp geworden ist, weil eben Trilogergebnisse in der Praxis fast immer einfach durchgewunken werden. Und das finde ich nicht gut, weil das führt dazu, dass die Leute den eigentlichen Gesetzgebungsprozess, die Verhandlungen, nicht verfolgen können. Ja. Okay. Ja, Daniel, hast du da noch eine Frage zu? Nee, aber ich kann das verstehen. Es wirkt auch einfach so, ich weiß nicht, es wirkt so ein bisschen so, also ich als Bürger, wenn ich mir das so anschaue, hab ich vielleicht auch das Gefühl, dass es so, dass ein Desinteresse in den nachfolgenden Prozessen entsteht, weil Minister dann, das ist jetzt eine Unterstellung, aber dass die Leute sagen, nö, ich habe da keine Zeit, ich habe andere Termine, schick da mal den hin, so, ja. Es wirkt zumindest, fühlt sich so an. Naja, also ich glaube, es ist halt schon richtig, dass Minister tatsächlich unglaublich viel zu tun haben und deshalb, wenn irgendwie nicht vorgesehen ist, dass debattiert wird, dass man dann auch verstehen kann, dass es dann vielleicht nicht so sinnvoll ist, dass alle Minister irgendwie in dieselbe Stadt geschickt werden, um dort eigentlich nur ihren Stempel zu setzen. Ja. Ich glaube, der Fehler im Prozess war eher früher, dass eben, obwohl es so ein kontroverses Thema ist, letzten Endes die gesamte Diskussion in diesen Trilogen abgelaufen ist, hinter verschlossenen Türen. Ja. Und dann während dem Trilog haben alle gesagt, na ja, ihr sollt jetzt nicht protestieren, weil ihr wisst ja noch gar nicht, wie der endgültige Text aussieht. Ja. Und als er dann da war, wurde gesagt, ja, warum habt ihr euch nicht früher beschwert? Und ich glaube, das führt schon irgendwie zu einer gewissen Politikverdrossenheit, weil in diesem Trilogprozess überhaupt nicht vorgesehen ist, dass es diese öffentliche Debatte gibt zu einem Zeitpunkt, wo man noch was ändern kann, außer halt einfach das ganze Ding abzulehnen. Ja, wir haben auch eben schon gesagt, Deutschland hat dann auch dafür gestimmt. Am Anfang sah das noch so ein bisschen aus, dass es vielleicht auch eine Enthaltung geben könnte, ja. Hat man so in den Medien zumindest gelesen. Sie haben da dafür gestimmt, ja. Also in dem Sinn. Ja, bitte? Ja, also ich habe das so verstanden. Im Grunde genommen hat Katharina Barley ja das Europaparlament aufgerufen, dagegen zu stimmen. Und als das nicht funktioniert hat, hat sie dann gesagt, ich stimme nur zu unter der Bedingung, dass es eine Protokollerklärung gibt. Ja. Und dann hat die CDU erstmal gesagt, nee, diese Protokollerklärung machen wir nicht mit, was ich auch für völlig absurd halte, weil da ja eigentlich nichts anderes drinsteht als das, was die CDU vorher schon als ihren nationalen Vorschlag präsentiert hatte. Mhm. Und da gab es dann über das Wochenende noch ziemlich lange Verhandlungen. Aber am Ende hat dann die CDU klein beigegeben und hat diese Protokollnotiz akzeptiert. Und dann musste aber die SPD das Ganze auch mittragen und zustimmen. Das ist jetzt irgendwie kein besonders großer Erfolg. Mir wäre es natürlich lieber gewesen, wenn diese Protokollnotiz nicht zustande gekommen hätte, dann hätte sich Deutschland eigentlich enthalten müssen. Ja. Aber es gab so eine kleine rechtliche bindende Ergänzung. Ja, diese Protokoll. Ja. Wie sieht das denn genau aus? Wie können unsere Zuschauer sich das vorstellen, eine Umsetzung davon? Ja, also eine Protokollnotiz, das ist quasi etwas, also eine Stellungnahme, wo Deutschland erklärt, warum es zustimmt. Also genauso kann man auch eine Protokollnotiz machen, warum man dagegen ist oder sich enthält. Also haben zum Beispiel die Niederlande auch gemacht. Aber Deutschland hat eben so eine zweiseitige Erklärung abgegeben, warum sie zustimmen. Mhm. Und dort führen sie aus, wie sie das Ganze umsetzen wollen. Und eine solche Erklärung kann natürlich den Gesetzestext nicht ändern. Also das heißt, sie können da nur Dinge erklären, die auch mit dem Gesetzestext irgendwie zu vereinbaren sind. Und ich glaube, also obwohl diese Protokollerklärung nicht rechtlich bindend ist, ist sie zumindest etwas, was wir benutzen können in der Debatte um die deutsche Urheberrechtsreform, die jetzt kommen wird.
Weil wenn die Bundesregierung jetzt etwas vorlegt, wo zum Beispiel Diskussionsforen oder kleine soziale Netzwerke mit unter Artikel 17 fallen, dann können wir ganz klar sagen, ihr habt euer Versprechen gebrochen. Das ist nicht, was die Protokollerklärung sagt. Weil da drin steht, es sollen nur marktmächtige Plattformen von Artikel 17 betroffen sein. Mhm. Und also meiner Ansicht nach ist das durchaus mit dem Text der Richtlinie zu vereinbaren, weil da steht ja drin, es geht nur um Plattformen mit großen Mengen von Inhalten, aber es ist nicht definiert, was große Mengen von Inhalten sind. Das heißt also, man kann durchaus sagen, wir meinen damit nur Google und Facebook. Man kann aber auch sagen, 1000 Uploads sind große Mengen und damit ist jedes Diskussionsforum drin. Insofern, also da gibt es durchaus einen Umsetzungsspielraum und es wird jetzt aber irgendwie eine starke Zivilgesellschaft und eine starke öffentliche Debatte brauchen, damit sich die Bundesregierung an diese Versprechen auch halten muss. Weil in der Vergangenheit haben wir ja gesehen, dass viel erzählt wird, wenn der Tag lang ist und abgestimmt wird am Ende doch anders. Hm. Julia, wir hatten bei der Recherche in den letzten Tagen haben wir auf der Seite der CDU direkt einen Abschnitt gelesen, wo gesagt wurde, dass der Druck der anderen EU-Staaten sehr groß gewesen sei. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich diese Debatte betrachtet habe, dass eigentlich die CDU so ein bisschen die treibende Kraft gewesen ist. Und jetzt lese ich das, ich habe das zum ersten Mal vor ein paar Tagen gelesen. Und meine Frage ist, du warst ja vor Ort, du hast das ja miterlebt. Wie soll dieser Druck, also mich interessiert, wie soll dieser Druck ausgesehen haben, den die anderen EU-Staaten auf die CDU ausgeübt haben? Hast du da was mitbekommen? Hat es denn gegeben? Was meinen die damit? Also ich halte das auch für eine Ausrede größtenteils. Also es gibt ja auf der einen Seite den Prozess im Parlament. Da kann man ganz klar sagen, die CDU war treibende Kraft. Weil der Berichterstatter Axel Voss ist von der CDU und der wurde überhaupt erst als Berichterstatter eingesetzt, weil die ehemalige Berichterstatterin, die auch von den Konservativen war, aber aus Malta, zu soft war bei dem Thema. Also die hat sich zu sehr mit der wissenschaftlichen Expertise auseinandergesetzt und hat eben einen relativ ausgewogenen Vorschlag gemacht, aber die ist dann halt als Abgeordnete zurückgetreten, weil sie in ein nationales Parlament gewählt wurde. Und da gab es eine ganz klare Entscheidung. Wir müssen das jetzt in die Hände der Hardliner von der CDU geben. Also die EVP konnte dann halt einen neuen Berichterstatter benennen. Und die haben aus guten Gründen jemanden von der CDU genommen, weil die im Europaparlament ganz klar die treibende Kraft dahinter waren. Vor allen Dingen, wenn es um die Umsetzung des Leistungsschutzrechts. Also es ist richtig, dass bei den Upload-Filtern vielleicht die französischen Abgeordneten noch stärker dahinter waren, aber es ist auf keinen Fall so, dass die CDU versucht hat, die Upload-Filter abzumildern und irgendwie von ihren Kollegen davon überzeugt werden musste. Im Rat sieht es nochmal ein kleines bisschen anders aus. Also zunächst mal, wenn man sich mit der EU-Politik im Rat ein bisschen auskennt, dann weiß man, dass Deutschland extrem mächtig ist und bei vielen Gesetzgebungsverfahren auch sehr aktiv ist, Mehrheiten organisiert und eben auch Sperrminoritäten, wenn sie bestimmte Sachen nicht wollen und blockieren wollen. Und beim Urheberrecht haben sie das einfach überhaupt nicht gemacht. Also ich würde das Verhalten der Bundesregierung bei den Verhandlungen zum Urheberrecht als passiv bezeichnen. Also es stimmt, im Rat war Deutschland nicht so sehr die treibende Kraft, aber sie haben auch alles mitgemacht. Also bis ganz am Ende, wo es diese Diskussion um die Startups gab, ansonsten hat Deutschland sich einfach nicht besonders stark in die Debatte eingemischt. Und es gab vielleicht andere Länder, die da eher die Scharfmacher waren. Aber es war ja auch nicht die CDU, die Deutschland im Rat vertreten hat, sondern die SPD. Und denen kann man, also dem Justizministerium kann man am ehesten vorwerfen, dass sie halt ja sehr passiv waren und sich nicht in die Diskussion eingemischt haben. Aber die CDU hier im Europaparlament war ganz klar unter den Scharfmachern. Okay. Ja, Julia, wenn wir gerade schon von der CDU gesprochen haben, nochmal zur Info an unsere Zuschauer. Dieses Statement ist auf www.cdu.de zu finden unter dem Absatz, warum verhindert die CDU nicht Upload-Filter auf EU-Ebene.
damit ihr auch die Referenz dazu habt. Bleiben wir bei der CDU, Julia. Wie stehst du denn zu dem Vorschlag, also es wurde jetzt ein Vorschlag unterbreitet, national auf die Einführung von Upload-Filtern zu verzichten und diese durch eine Pauschallizenz als Ausgleich zu ersetzen? Was hältst du davon und ist eine nationale Schrankenregelung europarechtlich überhaupt zulässig? Ja, also das ist das große Problem. Ich meine, ich finde die Idee grundsätzlich gar nicht so verkehrt, weil also auch wenn man jetzt sagen könnte, das ist vielleicht unfair, dass Plattformen alle irgendwie für urheberrechtlich geschützte Inhalte bezahlen müssen, haben solche Pauschalregeln doch in manchen Bereichen zu einem gewissen Frieden geführt. Also zum Beispiel hatten wir irgendwie Anfang der 2000er riesige Auseinandersetzungen über die Privatkopie und CD-Rohlinge und so weiter. Ja. Und ich finde schon, dass irgendwie die Regelung zur Privatkopie einigermaßen funktioniert. Also auch da gibt es Probleme, aber so die grundsätzliche Idee, Kopieren ist erlaubt, aber dafür zahlt man eine Abgabe, finde ich nicht so schlecht. Aber du hast das Problem schon angesprochen. Also bei der Privatkopie ist das halt im Europarecht auch explizit vorgesehen. Also da steht in der Urheberrechtsrichtlinie von 2001 drin, man darf so eine Ausnahme haben und dafür muss es irgendwie eine Vergütung geben. Aber das Europarecht sieht im Moment keine Ausnahme vor, die irgendwie kleine Nutzung oder Nutzung auf Plattformen grundsätzlich und pauschal erlaubt. Insofern, also glaube ich, über so eine vergütete Schranke kann man das nicht umsetzen. Sie haben aber jetzt in dieser Protokollnotiz noch ein paar andere Überlegungen angestellt. Also da wird gesagt, man könnte vielleicht einen Kontrahierungszwang machen. Also das ist dann keine vergütete Schranke, sondern es ist im Grunde genommen eine Verpflichtung für Rechteinhaber, dass sie den Plattformen eine Lizenz anbieten müssen. Und im Gegenzug wird dann vielleicht geregelt, wie hoch der Preis ist, der bezahlt werden muss. Aber das wäre dann eher, also es wäre nicht so wie die Privatkopie, sondern eher so wie das Radio. Beim Radio ist es ja auch so, ich kann als Musikurheber nicht verbieten, dass meine Musik gespielt wird, aber ich habe ein Recht auf Bezahlung. Ich denke, für einige sehr große Plattformen, die vielleicht auch so ein bisschen Fernseh- und Radio ähnlich sind, könnte das funktionieren. Für ein Diskussionsforum zum Beispiel halte ich es aber trotzdem für Quatsch. Also ich glaube, egal wie man Artikel 17 umsetzt, ist es ganz, ganz wichtig, dass man diese Definition wirklich auf die großen Plattformen beschränkt, weil die kleinen Plattformen, die haben mit dem Problem, was man da lösen will, überhaupt nichts zu tun. Da finden auch keine, weiß nicht, großen Mengen von Urheberrechtsverletzungen statt und die verfolgen oft ganz, ganz andere Zwecke als das, worum es irgendwie in dieser Reform geht. Also insofern sehe ich das mit gemischten Gefühlen. Letzten Endes ist aber auch das Problem, dass andere Länder eben sehr wohl Upload-Filter wollen. Also vor allen Dingen die französische Regierung hat irgendwie schon öffentliche Statements gemacht, wo sie sich irgendwie für die Entwicklung von Filtertechnologie aussprechen und so weiter. Und das Ganze bringt natürlich nichts, wenn nur Deutschland auf Filter verzichtet. Ja. Und also insofern, man kann nur hoffen, dass die Bundesregierung dann nicht wieder sagt, ach ja, so viel Druck aus anderen Ländern, wir mussten es jetzt leider doch machen. Weil in der Realität ist es so, also wenn Deutschland auf eine europäische Diskussion Einfluss nehmen will, dann haben sie dazu durchaus die Macht und könnten jetzt versuchen, irgendwie europaweit Konsens um ihren Vorschlag zu entwickeln. Ich habe bloß Zweifel, dass sie das wirklich ernst meinen. Und dass womöglich diese Protokollerklärung einfach nur eine Beruhigungspille für die jungen Wähler ist, in der Hoffnung, dass sie bei der Europawahl jetzt nicht so stark abgestraft werden, aber dass danach sich niemand mehr daran erinnern will. Ja, das war auch einer meiner ja. Fragen und Vermutungen, ob das einfach jetzt gerade auch vielleicht Wahlkampf ist, also Vorbereitung. Absolut. Ja. Aber ich denke, wir sollten halt nicht den Fehler machen, zu sagen, wir können jetzt eh nichts mehr ändern und die Richtlinie ist jetzt verabschiedet und damit ist das Kind in den Brunnen gefallen, weil es ist ganz wichtig zu wissen, dass die Rechteinhaber natürlich jetzt ihr Lobbying nicht aufhören werden, sondern für die war das der erste Schritt und jetzt kommt die nationale Umsetzung. Und natürlich kann man da immer noch viel Schadensbegrenzung betreiben, also meiner Ansicht nach vor allen Dingen bei der Frage, welche Plattformen sind betroffen. Da gibt es dann zum Beispiel auch solche Dinge wie
was ist eigentlich eine profitorientierte Plattform? Weil das ist auch was, was in der Richtlinie drinsteht, also dass es um Plattformen geht, die irgendwie mit den User-Uploads Profit machen. Aber in der Vergangenheit war es halt manchmal so, dass gerade in Deutschland alles, wo irgendwo ein Werbebanner zu sehen ist oder ein Spendenaufruf, automatisch als Profit betrachtet wird. Und wir haben als Plattform wie Mastodon zum Beispiel, irgendwie freie Alternative zu Twitter, eigentlich eine super Sache. Aber natürlich sammeln die auch Spenden, um einfach den Betrieb der Haupt-Mastodon-Instanz zu finanzieren. Und dass man ganz klar sicherstellen muss, dass solche Plattformen nicht als profitorientiert gelten, nur weil die ihre Serverkosten versuchen zu finanzieren. Also da kann man schon noch vor allen Dingen Dinge tun, um kleine Plattformen zu schützen und dafür zu sorgen, dass die nicht betroffen sind. Und auch solche Dinge wie, ist Livestreaming eigentlich betroffen? Also, das wollte ich gerade fragen, ja. Ja, also da müsste man auch wirklich versuchen, das zu verhindern. Es ist relativ schwierig natürlich, weil die meisten Livestreaming-Plattformen auch Video-on-Demand anbieten. Mhm. Und Video-on-Demand ist ziemlich klar inbegriffen von Artikel 17. Aber wenn man jetzt eine Plattform hat, die ausschließlich Livestream macht, dann könnte man durchaus drüber diskutieren, ist sie drin oder nicht, weil da halt steht, es geht um Plattformen, die die Inhalte auch speichern. Also alle diese Spielräume müsste man jetzt in der nationalen Umsetzung durchsetzen. Es gab mal, also ich habe irgendwie mal gesehen, dass bestimmte so YouTube- und Twitch-Creator angefangen haben, irgendwie sowas wie einen Berufsverband zu gründen. Und sich dann eben auch quasi als Lobbyorganisation in diese Diskussion einzuklinken. Das halte ich für eine super Idee, weil leider ist die Politik doch so gestrickt, dass die sehr schwer auf Kritik eingehen können, wenn die nicht von irgendeiner Organisation kommt, wo sie einen Geschäftsführer haben, einen Ansprechpartner, mit dem sie direkt diskutieren können. Dann kann man sich eben auch an Anhörungen beteiligen, als Verein gegenüber dem Justizministerium auftreten, Vorschläge machen und so weiter. Okay, also du hast was Schönes gesagt, das heißt, rein spekulativ würde Twitch auf die Speicherung der Daten verzichten und würde Twitch als Plattform sagen, wir nehmen die VODs raus, könnte eventuell Twitch davon nicht betroffen sein? Könnte, ja, also das ist halt die große Frage, weil also in der Reform drin steht, also es geht um Plattformen, die große Mengen von usergenerierten geschützten Inhalten speichern und zugänglich machen. Mhm. Dann kann man natürlich darüber diskutieren, gespeichert wird ja immer, also auch bei einem Livestream, auch bei einem Livestream, zumindest für ein paar Sekunden, müssen die Sachen ja auf dem Server vorgehalten werden. Mhm. Aber da könnte man durchaus diskutieren, was ist denn die Absicht des Gesetzgebers? Also ist wirklich gemeint, dass Zwischenspeichern im Cache oder ist tatsächlich gemeint, da wird Video on Demand angeboten? Mhm. Also man könnte es zumindest diskutieren. Ich glaube also, ohne dass es eine Debatte darüber gibt, muss man davon ausgehen, dass Twitch voll betroffen sein wird. Aber ja, diese Debatte, diese Auseinandersetzung, die muss jetzt geführt werden. Nicht, vielleicht auch nicht nur Twitch oder YouTube. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Fernsehwelt? Sind die davon auch betroffen? Wie meinst du das? Also die werden jetzt Fernsehsender eigene Plattformen anbieten, oder? Zum Beispiel, ja, auch Mediatheken, die werden ja auch gespeichert. Ja, also normalerweise würde ich sagen, sind die nicht betroffen, weil die Inhalte ja nicht von Usern hochgeladen werden. Also es könnte höchstens sein, wenn es irgendwie Mediatheken gibt, die auch Kommentarfunktionen lassen und so weiter, dass die dann überprüfen müssen, dass in den Kommentaren keine Urheberrechtsverletzungen stattfinden. Aber das halte ich eher für etwas weiter hergeholt, weil also Text ja erst ab einer bestimmten Länge wirklich urheberrechtlich geschützt ist. Ich glaube, größere Probleme bekommen alle Plattformen, die den Upload von Fotos erlauben. Okay. Und sei es nur irgendwie Avatare in einem Diskussionsforum, weil im Gegensatz zu Text Fotos nach deutschem Urheberrecht eigentlich immer geschützt sind. Also entweder als urheberrechtliches Werk oder als Lichtbild. Und damit sind halt alle Plattformen, die den Upload von Fotos erlauben, sehr schnell in dieser Definition drin, große Mengen geschützter Werke. Je nachdem halt, was genau der deutsche Gesetzgeber unter großen Mengen versteht.
Okay, was mir noch gerade, du hast eben was Schönes gesagt, Julia, was mir gerade so ein bisschen bewusst wird, also das ist mir die ganze Zeit bewusst, aber es wird jetzt immer deutlicher, wenn du sagst, die Franzosen zum Beispiel sind sehr stark für einen Filter, die Deutschen versuchen das vielleicht eventuell so ein bisschen zu umbrüsseln, dann hast du so internationale große Plattformen, nehmen wir gerne an dieser Stelle Twitch und gehen wir davon aus, Twitch wäre betroffen. Ich frage mich dann immer, wie das nachher in der Umsetzung aussieht, von Land zu Land. Also es gab immer die Diskussion, im schlimmsten Fall zieht man über Europa so eine Bubble drüber, seitens Twitch, ja, und hält Twitch nur in diesem. Aber wenn dann auch die Länder unterschiedliche Modelle ausarbeiten, dann hast du nachher innerhalb Europas auch nochmal sehr, sehr viele Blasen, ja. Das wird relativ. Also ich glaube, es gibt so drei Möglichkeiten, wie Plattformen darauf reagieren können. Eine ist, dass man versucht, auf der sicheren Seite zu sein und deshalb die strengste Umsetzung zum Vorbild nimmt und sich sagt, naja, wenn ich dem folge, also sei es jetzt meinetwegen die französische Umsetzung, dann bin ich in ganz Europa einigermaßen sicher. Mhm. Das ist natürlich sehr ärgerlich für die ganzen Leute, die sich in den anderen Ländern für eine ausgewogene Umsetzung einsetzen, weil die am Ende womöglich feststellen, dass die Plattformen das halt ignorieren. Die zweite Möglichkeit ist, dass eine Plattform die Gesetzgebung in manchen Ländern einfach ignoriert und es drauf ankommen lässt, verklagt zu werden. Das ist allerdings in erster Linie, glaube ich, für große Plattformen eine Möglichkeit. Also ich meine, man sieht das ja heute schon mit Google und Facebook. Die haben, also ich habe eine interessante Statistik gelesen über Google, dass die nämlich im letzten Jahr in Europa mehr Strafen bezahlt haben als Steuern. Also das heißt, wenn sie irgendwelche Wettbewerbsregeln gebrochen haben oder gegen den Datenschutz verstoßen haben. Aber das ist natürlich eine Strategie, die nur für große Unternehmen mit wirklich tiefen Taschen irgendwie realistisch ist. Und die dritte Möglichkeit, also mal angenommen, wir hätten jetzt 27 Länder, die eine einigermaßen moderate Umsetzung haben und nur Frankreich hat irgendwie die Hardcore-Upload-Filter für alles, dann könnte natürlich eine Plattform entscheiden, dass sie einfach Frankreich blockiert und im Rest die EU was anderes anbietet. Das ist aber natürlich auch nicht besonders erfreulich, weil das dann dazu führen könnte, also dass das Internet immer weiter in nationale Räume zersplittert, was wir ja eigentlich irgendwie gerne vermeiden wollen. Gerade die EU sollte ein Interesse daran haben, dass die Leute auch über Ländergrenzen hinweg miteinander reden. Ja, Daniel. Bevor ich die letzte Frage stelle, würde ich die eine Frage noch, das habe ich auch so im Chat gelesen, Julia. Glaubst du, dass der Europäische Gerichtshof gegen die aktuelle Form in irgendeiner, dass die da noch was machen können oder dagegen vorgehen wollen, können, möchten? Also, ob sie wollen, ist weniger die Frage, weil der EuGH kann nicht von selbst aktiv werden. Aber ja, also der EuGH kann durchaus was machen. Also es gab ja viele Diskussionen darüber, ob die Richtlinie gegen Grundrechte verstößt. Und zum Beispiel der UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit hat gewarnt, hier wird eine Zensurinfrastruktur aufgebaut. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat über Folgen für die Privatsphäre gewarnt. Und auch viele Wissenschaftler haben halt das Thema Grundrechte aufgebracht. Und da gibt es durchaus Möglichkeiten, einen Fall zu konstruieren, insbesondere aufgrund einer Entscheidung des EuGHs bezüglich Upload-Filtern. Also es gibt zwei Urteile, die beide mit der Verwertungsgesellschaft Sabam zu tun hatten. Also das eine ist das Urteil Sabam gegen Scarlett und das andere ist Sabam gegen Netlock. Das sind zwei Fälle, die so knapp 10 Jahre alt sind, wo es in beiden Fällen darum geht, ob ein Provider gezwungen werden kann, Upload-Filter einzusetzen. Scarlett war ein Fall, da ging es um einen Internetzugangsanbieter und quasi Netzsperren. Und Netlock war ein soziales Netzwerk, also quasi eine Plattform. Und in beiden Fällen hat der EuGH entschieden, dass Upload-Filter nicht zulässig sind. Und zwar hat er das einerseits mit der E-Commerce-Richtlinie begründet, die Urheberrechtsrichtlinie jetzt so teilweise außer Kraft setzt, aber eben auch mit der Grundrechtecharta. Und da hat der EuGH gesagt, also eine Verpflichtung für eine Plattform, grundsätzlich alles zu filtern, verstößt nicht nur gegen das Recht auf Meinungsfreiheit und das Recht auf Privatsphäre, sondern auch gegen die Geschäftsfreiheit des Unternehmens.
Und das ist schon eine Möglichkeit, also weil eigentlich tut ja Artikel 17 nichts anderes. Die Schwierigkeit dabei ist, dass das Ganze relativ langwierig ist. Also zunächst mal haben ja jetzt die Mitgliedstaaten 2 Jahre Zeit, das Ganze umzusetzen. Und da werden wahrscheinlich manche schneller sein als andere. Also zum Beispiel Frankreich möchte ganz schnell seinen Gesetzesvorschlag vorstellen. Und dann kann man jetzt sagen, also nehmen wir mal an, Frankreich setzt nächstes Jahr die Urheberrechtsreform um und die tritt dann dort in Kraft. Dann könnte ein französischer Bürger oder auch ein französisches Unternehmen, das sich seinen Grundrechten davon eingeschränkt sieht, vor Gericht ziehen. Das müsste dann allerdings durch verschiedene Instanzen gehen. Also die klagen dann erstmal in Frankreich und das Ganze wird dann gegebenenfalls bis zum EuGH weitergeleitet. Das kann man durchaus strategisch machen. Also manche Grundrechtsorganisationen machen das auch. Also ich hatte getwittert zum Beispiel Epicenter Works, ist eine NGO, von der ich wirklich empfehle, die zu unterstützen, weil die genau sowas in der Vergangenheit gemacht haben. Die haben nämlich zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung gekippt. Also damals haben die in Österreich geklagt im Namen irgendwie eines Bürgers und das Ganze wurde dann bis zum EuGH eskaliert und letzten Endes hat der EuGH die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie für grundrechtswidrig erklärt und abgeschafft. Okay. Das Problem ist, das dauert sehr lange und selbst wenn man das schafft, also selbst wenn der EuGH irgendwann sagt, Artikel 17 ist unzulässig, dann muss man wieder in die Mitgliedstaaten zurückgehen und die ganzen nationalen Gesetze ändern. Also das heißt, langwieriger Prozess, bis dahin kann viel Schaden entstehen, aber naja, also im Moment haben wir noch 2 Handlungsmöglichkeiten oder sagen wir 3. Die eine ist zu versuchen, die nationale Umsetzung möglichst grundrechtsfreundlich zu gestalten. Und da kann man durchaus auch damit drohen, dass, also wenn die Bundesregierung Uploadfilter zum Standard macht, dass man dann halt sagt, naja, dann ziehen wir vor den EuGH und seid besser vorsichtig, dass das, was ihr da vorschlagt, auch wirklich mit der Grundrechtecharta vereinbar ist. Die zweite Möglichkeit ist, also wenn tatsächlich so ein nationales Gesetz verabschiedet ist, dann kann man klagen, wenn man davon betroffen ist. Also zum Beispiel, wenn du eine Plattform betreibst, die dann plötzlich ihr Geschäftsmodell nicht mehr durchführen kann, weil einfach unrealistische Auflagen gemacht werden, dann könntest du durchaus dagegen vor Gericht ziehen. Und die dritte Möglichkeit ist eben, dass man versucht, die Richtlinie politisch zu ändern. Das heißt also, da kommt es darauf an, bei der Europawahl teilzunehmen, darauf Einfluss zu nehmen, wer die nächste Europäische Kommission stellt. Also wir wissen ja, Manfred Weber, auch einer der Protagonisten, der mit dafür gesorgt hat, dass diese Reform so schnell durchgedrückt wurde, kandidiert als neuer Kommissionspräsident. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass man der CDU nicht seine Stimme gibt oder dass man zur Wahl geht, weil also die CDU hat ja auch deshalb immer so astronomische Ergebnisse in Deutschland, weil die halt von vielen älteren Leuten gewählt wird und viele jüngere Leute einfach nicht zur Wahl gehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, also 26. Mai ist Europawahl, dass man da teilnimmt und möglichst nicht die CDU wählt und auch nichts rechts davon. Also das heißt, Julia, der nächste Schritt für die Bevölkerung, was sie noch tun können, auf jeden Fall wählen. Ja, und können sie denn noch was anderes machen in der Zwischenzeit? Ja. Also ihr könnt euch einer Grundrechtsorganisation anschließen. Epicenter habe ich schon erwähnt. In Deutschland gibt es auch die digitale Gesellschaft. Es gibt verschiedene netzpolitische Vereine, die so parteinah sind. Also es gibt irgendwie D64 von der SPD, Load e.V. Oder nahe der SPD oder Load e.V. nahe der FDP und so weiter. Man kann sich so einem Verein anschließen. Ich glaube, die Creator sollten auch wirklich drüber nachdenken, selber einen Verband zu gründen, der sie vertritt, auch in der politischen Diskussion. Man kann ja, auf jeden Fall versuchen, diese Diskussion am Leben zu halten und die nationale Gesetzgebung weiter zu verfolgen und das eben auch in zukünftigen Wahlkämpfen zum Thema zu machen. Weil die Bundesregierung kann jetzt natürlich viel versprechen, aber wir wissen ja noch nicht mal, ob es überhaupt diese Bundesregierung sein wird, die die Reform umsetzt. Also es kann sein, dass wir in der Zwischenzeit Bundestagswahlen haben und dann ist jemand völlig anderes dafür zuständig.
Und dann ist es natürlich auch wichtig, im Bundestagswahlkampf dann zu fragen, hey, wie stellt ihr euch eigentlich diese Umsetzung vor? Also da gibt es viel zu tun. Im Moment würde ich aber sagen, wirklich unterstützt eure Grundrechtsorganisationen, die sich mit Digitalen beschäftigen. Das ist auf jeden Fall eine ganz gute Idee. Prima. Vielen Dank. Ganz kurze Frage noch. Wo kann man dich denn vielleicht? Es sind noch so viele Fragen, weißt ja die Zuschauer. Kann man irgendwie dir auch irgendwo Fragen stellen? Bist du irgendwo publik in nächster Zeit oder ist das eher terminlich nicht passend? Also es ist tatsächlich etwas schwierig. Ich bin auf jeden Fall auf Twitter nach wie vor sehr aktiv. Ich kriege mehr Fragen, als ich beantworten kann. Aber ich versuche mein Bestes, zumindest ab und zu mal eine Stunde wirklich beiseite zu nehmen und auf Twitter Fragen zu beantworten. Das ist im Zweifelsfall der beste Weg, wie man mich schnell erreichen kann. Ansonsten könnt ihr aber auch eine E-Mail schicken und dann kriegt ihr vielleicht nicht so schnell eine Antwort, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich es sehe und dann auch dazu komme zu antworten, ist auf jeden Fall höher als bei Twitter, wo ich einfach so viel bekomme, dass ich viele Sachen auch überspringen muss. Prima, dann wisst ihr Bescheid, Leute, ja, wo ihr Julia auch erreichen könnt. Julia, nochmal vielen Dank für deine Zeit heute, dass du das zweite Mal hier warst. Wir gehen kurz in die Pause und Julia muss dann nämlich auch weiter. Vielen Dank für deine Zeit, Julia, ja. Okay.